vorbereitet, kämen jetzt, wie wir es bei der Tagesordnung festgelegt haben, zu einer gemeinsamen Behandlung der Punkte 21 und 22, wo es um den Klimaschutz geht. Da haben wir zwei Anträge, die zunächst durch die CDU und interfraktionell eingebracht werden können. Dann haben wir einen interfraktionellen Ersetzungsantrag, der entweder gleich mit eingebracht wird oder eben dann separat. Und zwei Gastredner, die wir uns dann anhören. Und dann steigen wir in die Fraktionsrunde ein und es beginnt Fraktion Die Linke. Und zum Verfahren noch, die gemeinsame Behandlung, wenn der Ersetzungsantrag, der zu beiden Punkten gestellt ist, in 21 jetzt dann eine Mehrheit bekäme, hätte sich der Punkt 22 erledigt und würde nicht nochmal abgestimmt werden, ansonsten würde er dann aufgerufen werden. So weit zum Verfahren. Damit starten wir hinein. Erster Antrag war Einreicher CDU-Fraktion. Wer möchte den einbringen? Wird der Interfraktionelle eingebracht? Herr Schulte-Wissermann. Das ist jetzt der Ersetzungsantrag, oder? Ja, also wenn wir das so schneller weiterspulen, habe ich auch nichts dagegen. Herr Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen Stadträte, liebe Menschen auf der Tribüne und draußen im Stream. Heute beschließen wir hoffentlich einen wirklich bemerkenswerten Vorgang, in der Stadtpolitik, in diesem Stadtrat und auch in der Gesellschaft. Im Sommer, wie fing es an? Im Sommer habe ich zusammen mit der SPD einen Eilantrag gestellt, eine Resolution zum Klimanotstand. Das hat dann ein bisschen für Verwirrung gesorgt und für Wirbel und für Bewegung. Und aus der Bewegung ist ein Impuls geworden, dass nämlich quasi in allen Parteien, in allen Fraktionen darüber nachgedacht wurde, über das wichtige Thema Klimaschutz und wie können wir klimaneutral werden, was können wir tun, was müssen wir machen. Und das war eigentlich auch das Ziel von dem Eilantrag, dass eine Bewegung reinkommt und dass sich die Menschen mit dem Thema beschäftigen und dass sie sozusagen gezwungen werden, konstruktiv mit der Sache umzugehen. Und es war durchaus konstruktiv. Die Grünen haben eine ganze Latte von wirklich wichtigen Sachen beigesteuert. Die Linke hatte eine parteiinterne Diskussion, die zu guten Ergebnissen geführt hat. Und dann wurde noch die sozialen Aspekte hervorgehoben und die besondere Rolle Dresdens in Ostdeutschland. Die CDU hat einen eigenen Antrag eingebracht, der sich halt damit beschäftigte, welche Klimaschutzziele haben wir, was haben wir erreicht, wie müssen wir nachjustieren für die Zukunft. Und vor zwei Wochen haben wir dann alle festgestellt im Ausschuss, es gibt eigentlich keine Mehrheit für nichts. So, alle haben eigentlich mittlerweile nach diesem Prozess, hatten sie mehr oder weniger schon was Ähnliches in der Hand, aber ja, es stockte. Und dann ist was wirklich Besonderes passiert. Dann haben wir nämlich quasi miteinander geredet und herausgekommen ist kein Kompromiss. Ich möchte heute nicht das Wort Kompromiss hier hören. Es ist herausgekommen die Summe aller guten Vorschläge. Ja, es ist die Summe aller guten Vorschläge herausgekommen und das ist wirklich eine große Leistung und ich hoffe, dass wir das jetzt mit breiter Mehrheit beschließen. Ich hoffe auch, dass der Oberbürgermeister dann auch mit dabei ist. Das ist wirklich ein bemerkenswerter Vorgang. Meine Damen und Herren, ich möchte aber vor allen Dingen denjenigen danken, ohne die dieser ganze Prozess überhaupt nicht
entstanden wäre, ohne die ich auch niemals diesen Antrag geschrieben hätte. Das sind die Menschen auf der Straße, das ist Fridays for Future, Scientists for Future, Parents for Future, XR und die ganzen vielen Initiativen, die das Thema Klimaschutz, die das Thema CO2-Neutralität erst wirklich in unsere Köpfe gebracht haben. Weil wissen tun wir es ja alle schon seit 30 Jahren. Aber es ist sozusagen nie was passiert und es brauchte jetzt dieses Momentum, dass wir jetzt sozusagen heute auch über diesen schönen Antrag diskutieren können. Meine Damen und Herren, wir werden jetzt über die Details, kann ich in den paar Minuten jetzt nicht sagen. Ich denke, das werden die nachfolgenden Redner und Rednerinnen dann ausführlich machen. Aber ich möchte betonen, drei Dinge macht dieser Antrag jetzt. Erstens, er sagt der Verwaltung, dass sie nicht mehr Klimaschutz als Kann-Bestimmung, kann man mal machen, ach, wäre ja schön, ah nee, klappt heute nicht, betrachten darf, sondern sie muss jetzt was tun. Es ist die Pflicht, hier in die Spur zu kommen und was zu machen. Das Zweite ist, dieser Antrag sagt klipp und klar, es muss was am Haushalt gemacht werden. Der Oberbürgermeister, die Verwaltung muss jetzt schon von sich aus in den Haushalt Geld einstellen, Stellen einstellen, damit sich hier was verändert. Und das Dritte ist, für uns hier im Raum vielleicht das Wichtigste, es ist quasi eine Verpflichtung auch an uns, dass wir in den nächsten, bei weiteren Entscheidungen beim Rat, wo es hingeht, dass wir das Thema CO2, das Klimaschutz, Artenschutz und so weiter, Überwärmung der Stadt und Stadtklima, dass wir das immer weiter mit bedenken. Meine Damen und Herren, dies ist jetzt ein erster Schritt, ein wichtiger Schritt. Ich freue mich richtig, dass wir das heute jetzt hoffentlich mit einer breiten Mehrheit beschließen können. Es ist ein erster Schritt, aber es müssen natürlich noch weitere Schritte folgen. Und ich hoffe, dass dieses Momentum, was wir jetzt hatten über die letzten 3, 4, 5 Monate, dass das quasi das Hand in Hand gehen von Menschen auf der Straße, von Menschen hier, von einem öffentlichen Diskurs, von Stadträtinnen, dass das weitergeht und es muss weitergehen. Aber hier heute machen wir einen ersten Schritt und ich sage vom Herzen an alle Beteiligten, danke. So, dann kämen wir zu den beiden Gastrednern und ich darf zunächst Herrn Dr. Eberle bitten. Auch an beide der Hinweis, auch Sie haben jeweils dann 5 Minuten Rederecht. Wir teilen uns die Rede. Ich kümmere dann 6 Minuten. Genau. Gut. Ich brauche insgesamt 4 Minuten. Sehr geehrte Stadtratsmitglieder, liebe Zuhörer, vielen Dank, bei dieser so wichtigen Sache für Dresden und Sachsen hier sprechen zu dürfen. Zurzeit demonstrieren regelmäßig viele junge Menschen für Klimaschutz und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen. Als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erklären wir auf Grundlage gesicherter Erkenntnisse, diese Anlagen der jungen Menschen sind berechtigt und gut begründet. Die derzeitigen Maßnahmen zum Klima-, Arten-, Wald-, Meeres- und Bodenschutz reichen bei weitem nicht aus. Weltweit ist im Vergleich zur Zeit von 1850 bis 1900 die Durchschnittstemperatur um etwa 1 Grad Celsius angestiegen. Rund die Hälfte des Anstiegs erfolgt in den letzten 30 Jahren. Weltweit waren die Jahre 2015, 16, 17 und 18 der heißesten Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, was auch in Dresden sichtbar und spürbar war und immer noch ist. Unter den Ursachen für diesen Temperaturanstieg dominieren die vom Menschen verursachten Treibhausgasemissionen. Dies ist Konsens unter Klimaforschern weltweit. Die Auswirkungen der globalen Erwärmung sind vielfältig und umfassen Ökologie und Ökonomie. Es besteht zunehmend Gefahr für Wirtschaftskreisläufe, menschliche Gesundheit und Nahrungsmittelversorgung, unter anderem durch die Zunahme von Extremwetterereignissen. Hier in Dresden ist dies vor allem durch längere Hitzeperioden, den Niedrigwasserstand der Elbe und Dürre bemerkbar. Bei zunehmender Erwärmung der Erde werden gefährliche klimatische Kipppunkte des Erdsystems, das heißt sich selbst verstärkende Prozesse, immer wahrscheinlicher. Dies würde dazu führen, dass eine Rückkehr zu heutigen globalen Temperaturen für kommende Generationen nicht mehr realistisch ist. Die Ozeane nehmen derzeit den Hauptteil der zusätzlichen Wärme auf. Sie haben zudem etwa ein Drittel des bisher emittierten CO2 aufgenommen. Die Konsequenzen sind Meeresspiegelanstieg, Verlust von Meereis, Versauerung und Sauerstoffmangel im Ozean.
Artensterben sowie wirtschaftliche, politische und soziale Verwerfungen. Um das Klima, die Natur und damit unsere heutige Lebensweise überhaupt nur zu erhalten, müssen die globalen Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgasen bis 2040 netto auf null reduziert werden. Wir alle müssen jetzt handeln, wollen wir dieses Ziel rechtzeitig erreichen. Wir Scientists for Future freuen uns, dass es mit dem neuen interfraktionellen Antrag gelungen ist, Dresden auf den richtigen Pfad zu bringen. Besonders wichtig für uns ist, dass dieser Antrag auf aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen gründend die Dringlichkeit der Situation anerkennt und dringend nötige Fortschritte ermöglicht. Sehr geehrte Stadträte, ich weiß nicht, inwiefern Sie Folgendes nachvollziehen können, aber das hier ist ein sehr bedeutender Moment für uns von Fridays for Future und für viele junge Menschen in Dresden. Seit über einem Jahr gehen wir auf die Straße, weil wir Angst um die Zukunft haben. Und das Schlimme an dieser Angst ist, dass sie uns immer wieder von der Wissenschaft bestätigt wird und dass die Politik sie uns nicht nimmt. Aber ich bin davon überzeugt, dass heute könnte ein Moment der Hoffnung sein. Und genau deswegen ist er auch so wichtig für uns. Als ich schon mal letztens im Umweltausschuss sprechen durfte, habe ich um eins gebeten. Bitte streben Sie eine Klimaneutralität vor 2050 an. Nicht nur, weil es notwendig ist, sondern auch, weil die Bundesregierung sowieso die Klimaneutralität bis 2050 vorschreibt. Und als Zukunftsstadt und eine Stadt, die Kulturhauptstadt werden wollte, sollten wir bei so einem wichtigen Thema einfach mehr machen, als wir sowieso müssen. Als ich damals im Umweltausschuss danach gebeten habe, habe ich ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass diese Bitte eine reale Chance zur Umsetzung hat. Aber nun liegt hier ein Antrag vor, mit einem Maßnahmenkatalog für eine Klimaneutralität deutlich vor 2050. Das alleine wird uns nicht zufriedenstellen. Denn das, was wirklich zählt, sind dann die konkreten Maßnahmen und wann genau die Klimaneutralität erreicht wird. Wir bleiben dabei. Um das 1,5-Grad-Ziel global einzuhalten, ist die Klimaneutralität 2035 für Deutschland notwendig. Aber das, was jetzt in dem Antrag steht, ist mehr, als wir für möglich gehalten hatten. Und es gibt zumindest mir den Glauben, ein Stück den Glauben an die Politik zurück. Es ist zwar schade, dass der Notstand im Antrag raus ist, denn er hätte eine wichtige Symbolwirkung gehabt. Aber vielleicht ist die Zusammenarbeit, die hier zwischen den Fraktionen stattgefunden hat, denn das viel wichtigere Symbol. Denn eins ist klar, der Klimaschutz ist keine Frage von links oder rechts. Und wir können die Krisen und die Herausforderungen, die im Sinne der Klimakrise auf uns zukommen, nur gemeinsam bewältigen. Deswegen bitten wir von Scientists und Fridays for Future Dresden im Namen der 14.000 Menschen, die mit uns auf der Straße waren, und im Namen derer, die gerade oben auf der Empore sitzen und zuschauen und hoffen, gehen Sie nun den nächsten Schritt, stimmen Sie den Antrag zu, und zwar egal, von welcher Partei Sie sind. Dankeschön. So, damit steigen wir ein in die Fraktionsrunde. Wie ich eingangs gesagt habe, beginnt Fraktion Die Linke, Frau Dr. Geitsch. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Stadträtinnen und Stadträte, liebe Menschen, vor allen Dingen viele junge Menschen auf der Empore, an dieser Stelle erst noch, bevor ich überhaupt mit meiner Rede beginne, ein herzliches Dankeschön an vor allen Dingen Fridays for Future, die schon lange auf der Straße sind und das Thema immer und immer wieder aufgegriffen haben. Dankeschön dafür. Und ich bedanke mich auch recht herzlich für die wichtigen, interessanten und offenen Worte unserer beiden Gastredner. Ich möchte meine Rede beginnen mit einer Forderung meiner Partei, der Linken, im Bereich Klima. Und die sind so formuliert, kurz formuliert. Wir wollen alle umweltschädlichen Subventionen beenden. Kohlekraft ist ein Klimakiller. Deutschland braucht dringend ein CO2-neutrales Verkehrssystem. Mit Umweltverbänden und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern fordert die Linke
einen grundlegenden Wandel in der Verkehrs-, Energie- und Klimapolitik. Das ist nicht nur dringend notwendig, es ist auch bezahlbar. Und es würde das Leben für Millionen Menschen verbessern. Gut, in Dresden sind es nicht Millionen, aber es ist immerhin reichlich eine halbe Million Menschen. Eine halbe Million Menschen, für die wir Verantwortung tragen. Eine halbe Million Menschen, mit denen wir gemeinsam Maßnahmen entwickeln wollen, Maßnahmen, die messbare Ergebnisse auf dem Weg zu einer klimaneutralen Stadt bringen. Und vielleicht können wir es ja tatsächlich bis 2030 erreichen. Fünf Punkte liegen heute im gemeinsamen Ersetzungsantrag vor uns, die im Punkt 3 eine Reihe konkreter Maßnahmen aufzeigen. Die Punkte 1 und 5 sind nicht nur der Anfang und der Ende des vorliegenden gemeinsamen Ersetzungsantrages, sie sind tatsächlich eine Klammer für notwendige Maßnahmen. Ich möchte Sie deshalb für alle, die noch nicht die Gelegenheit hatten, den Antrag zu lesen, zitieren. Nummer 1. Der Stadtrat der Landeshauptstadt Dresden erklärt, angesichts des weltweit rasch voranschreitenden Klimawandels und der schwerwiegenden Folgen der Erderwärmung auch für Gesundheit und Wohlstand der Menschen in Dresden den Klimaschutz zur städtischen Aufgabe von höchster Priorität für die Daseinsvorsorge durch die Stadt und die städtischen Beteiligungsgesellschaften. Die Landeshauptstadt Dresden berücksichtigt ab sofort die Auswirkungen auf das Klima bei jeglichen Entscheidungen und bevorzugt Lösungen, die sich positiv auf den Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken. Soweit Punkt 1. Und in Punkt 5, und der ist aus unserer Sicht als Linke mindestens genauso wichtig, der Oberbürgermeister wird beauftragt, alle Maßnahmen auf ihre soziale Verträglichkeit zu überprüfen. Sie dürfen nicht zu sozialen Härten führen und zu Lasten von Menschen mit geringem Einkommen oder besonderer sozialer Bedürftigkeit gehen. Der Zugang zu Ressourcen und Dienstleistungen soll künftig für alle Menschen und Unternehmen gegeben sein. Beschließen wir deshalb heute den gemeinsamen Ersetzungsantrag als Leitfaden für unser künftiges Handeln. Als Leitfaden für das Handeln des Stadtrates und für die Verwaltung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne, lassen wir uns davon leiten. Auf uns kommt es an, nicht auf alle. Danke. Als nächstes die SPD-Fraktion, Herr Engel. Meister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich möchte tatsächlich mal kurz rausstellen, warum dieser Antrag auch aus Sicht der SPD-Fraktion wirklich ein guter Vorschlag ist. Weil er aus unserer Sicht ganz, ganz wesentliche Festlegungen, ganz, ganz wesentliche auch Analysen trifft, die, glaube ich, für unser zukünftiges Handeln in den nächsten Jahren hier im Dresdner Stadtrat eine enorme Bedeutung haben werden. Wir sagen tatsächlich, ja, es ist eine Aufgabe höchster Priorität. Es ist nicht nur eine hohe Priorität, es hat tatsächlich noch eine schon auch darüber hinausgehende Bedeutung. Und ich glaube, das müssen wir als Stadträtinnen und Stadträte in den nächsten Jahren bei sehr, sehr vielen Entscheidungen immer wieder mitbedenken. Wir sagen auch in dem Antrag, es soll bei jeglichen Entscheidungen, die in diesem Klimabereich relevant sind, tatsächlich auch beachtet werden. Und auch das sollte man, glaube ich, nicht zu gering schätzen. Und der Antrag enthält auch die klare Aussage, dass es wir auch als unser Ziel ansehen, das 1,5-Grad-Ziel einzuhalten, was enorm ambitioniert ist. Also jeder, der sich die internationalen Entwicklungen anschaut, wie tatsächlich auch CO2-Reduktion nach wie vor leider ansteigt weltweit, weiß, dass das eine enorme Herausforderung sein wird. Und ich finde es sehr gut, dass der Dresdner Stadtrat da tatsächlich ein klares Signal setzt und sagt, ja, wir werden uns dieser Herausforderung tatsächlich auch annehmen. Und ich würde auch sagen,
Dieses Papier wäre auch ohne den massiven gesellschaftlichen Druck nicht möglich gewesen. Ich glaube, in unserer Gesellschaft haben sich Dinge auch verändert, weil Menschen auf die Straße gegangen sind, weil, glaube ich, bei vielen Leuten das Nachdenken eingesetzt hat, ist die Art und Weise, wie wir wirtschaften, wie wir gerade auch mit unserem Klima umgehen, tatsächlich die Art und Weise, wie unser Planet auch zukünftig bestehen kann. Ich bin der festen Überzeugung, es kann so, wie wir es derzeit machen, auch nicht weitergehen. Aber ich glaube, der Antrag ist deswegen auch gut, weil er tatsächlich auch einen machbaren Weg skizziert, wie wir in Dresden da tatsächlich auch hinkommen. Weil er beauftragt zum einen die Verwaltung wirklich nochmal mit einer sehr umfassenden Analyse dessen, was schon geschehen ist, wo wir hinwollen, und wir übertragen auch der Verwaltung ein Stück weit den Job zu sagen, macht uns bitte auch Vorschläge, wie wir das schaffen können. Weil ich glaube, das können wir nicht nur alleine im Stadtrat leisten, das muss tatsächlich im Zweiklang aus Verwaltung, Stadtrat tatsächlich geschehen. Wir haben die klare Festlegung hier drin, dass wir auch die Beteiligung insbesondere bei diesem Prozess auch beteiligen wollen, dass sie ihren Beitrag leisten müssen. Unsere städtischen Unternehmen sind eben nicht nur ein Finanzierungstopf, das ist ganz, ganz wichtig für uns. Sie sind in erster Linie natürlich auch Akteure, mit denen wir auch wirtschaftlich gestalten können. Und ich glaube, diesem Anspruch sollten wir auch zukünftig weiter verfolgen. Und wir sagen natürlich auch, dieser ganze Prozess muss sich auch in Haushalten widerspiegeln. Deswegen haben wir halt auch den Zwischenbericht jetzt nochmal angefordert, schon vor den Haushaltsberatungen im Herbst, um tatsächlich auch schon erste Maßnahmen dann entsprechend auch unterbringen zu können. Ich glaube, ganz ehrlich, wir als Dresden gehen hier einen ersten wichtigen Schritt. Ich glaube, wir liefern auch eine Antwort darauf, auf die sehr, sehr oft gestellte Frage, was kann denn eine einzelne Kommune schon tun? China, Indien, USA, was soll Dresden dann schon tun? Wenn wir alle nach diesem St. Florians-Prinzip agieren, würde sich in diesem Bereich nichts tun. Und ich bin ehrlicherweise ganz positiv gestimmt, dass wir hier eine gemeinsame Basis gefunden haben, aber diese Basis muss in den nächsten Jahren auch weiter ausbuchstabiert werden. Und vielleicht können wir tatsächlich auch die sehr gute inhaltliche Diskussion zu dem Thema auch dafür nutzen, das weiter in die Zukunft zu tragen. Vielen Dank. Als nächstes die FDP-Fraktion, Herr Blüttner. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, als FDP sprechen wir uns gegen den Antrag, so wie er jetzt vorliegt, zur Fortschreibung der Klimaschutzziele aus und werden den Antrag ablehnen. Warum? Man sollte vielleicht weniger auf die Reden hören, sondern sich den Inhalt genau anschauen und schauen, was wirklich drinsteht. Tatsächlich lässt sich der Antrag in 5 Sätzen zusammenfassen. Wir sind weiterhin für die Maßnahmen, die der Stadtrat beschlossen hat und die Verwaltung umsetzt, deswegen beschließen wir sie einfach nochmal. Wir wissen nicht mehr, was wir beschlossen haben, deswegen soll uns der Oberbürgermeister das nochmal zusammenfassen. Uns ist bewusst, dass wir die aktuellen Zielstellungen im integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030 deutlich verfehlen werden, weshalb wir noch weitergehende Zielsetzungen beschließen. Wir haben keine Ideen, mit welchen Maßnahmen wir die Ziele erreichen, deshalb soll sich der Oberbürgermeister was ausdenken. Aber die Maßnahmen dürfen niemandem wehtun und aus welchem Budget sie bezahlt werden, verraten wir dem Oberbürgermeister für die Ideenfindung auch nicht. Das ist letztlich der komprimierte Inhalt des Antrags und genau deswegen auch unnötig zu beschließen. Durchaus ein Armutszeugnis. Vor 3 Tagen kam die Beschlusskontrolle zum integrierten Energie- und Klimaschutzkonzept Dresden 2030. Es wäre für die Antragsteller empfehlenswert gewesen, dort mal reinzuschauen. Da werden nämlich die Grenzen der Stadtpolitik im Bereich des Klimaschutzes sehr deutlich. Entsprechend sollte man in der Debatte auch ehrlich sein. Und das bedeutet, dass die Handlungsoptionen der Stadt deutlich beschränkt sind. Ein Großteil im Bereich Klimaschutz liegt im Konsumverhalten des Einzelnen. Da kann die Politik nur sehr bedingt beeinflussen. Dort verstehe ich auch die Fixierung von Fridays for Future auf die Politik nicht. Überzeugt eure Mitmenschen im Rahmen des Konsums, die wichtigen Weichenstellungen zu finden. Dort ist der Hebel viel größer. Und das, wo die Politik Einfluss hat, das liegt vielfach im Rahmen der Bundes- und Europagesetzgebung, beispielsweise Besteuerung oder Zertifikatehandel, durchaus auch mit ersten Erfolgen. Und wenn wir dann auf die Ebene der Stadtpolitik schauen, dort, wofür wir zuständig sind und was wir beeinflussen können, dann kann man einerseits feststellen, das Thema wird bereits immer mitgedacht. Bisher, ich bin jetzt noch neu im Stadtrat, aber in jeder Diskussion haben wir das Thema mit dabei, wird mitgedacht. Haben wir auch Informationen dazu, die in Anträgen vorliegen. Wir haben mit einer Vielzahl von Maßnahmen schon jetzt die geringeren gesteckten Ziele im Klimaschutzkonzept 2030 deutlich verfehlt.
Das heißt, dort muss man erstmal konkret reingucken. Da sind viele Maßnahmen sind noch offen. Beispiel Verkehr. Als Grundlage sind wir uns ja durchaus einig, ÖPNV und Radverkehr attraktiver zu machen, um mehr Menschen dazu bewegen, das auch mitzunutzen. Nur wenn man sich die Planungshorizonte nur allein für die Radwege anschaut und die sehr überschaubare Geschwindigkeit, mit der es dort beim Baumbürgermeister vorangeht, dann stellt man fest, dass die Zeithorizonte dort schon sehr ambitioniert sind. Wenn wir über den ÖPNV nachdenken, wo dann deutlich aufwendiger Kapazitätserweiterungen notwendig sind, mit deutlich mehr Aufwand, dann wird es noch unrealistischer. Daher sollten wir vielleicht statt neuer Zielmarken einfach mal an die Umsetzung konkreter Maßnahmen erreichen und dort konkret reinschauen. Und wenn man dann ernsthaft über Klimaschutz nachdenkt, stellt man fest, dass das entscheidende Thema im Antrag gar nicht vorkommt. Und das ist Technologie und Innovation. Wir werden die Schadstoffe nicht durch Verzicht reduzieren. Das wird kaum jemand mitmachen. Man braucht sich trotz der aktuellen Diskussion nur die Entwicklung bei den Flugreisen anzuschauen. Also stellt sich die Frage, wie bekommen wir die Kreislaufwirtschaft besser hin, damit der Treibhausgasausstoß sinkt? Welche Technologien erlauben Wiederverwertung? Wo kann man Produkte aus erneuerbaren Energien oder erneuerbaren Rohstoffen entwickeln? Dafür braucht es Forschung, dafür braucht es Innovation, Freigeister und Start-ups. Die Digitalisierung bietet in dem Bereich viele Chancen. Und da kann sich dann die Stadtpolitik tatsächlich mal die Fragen stellen, wo kriegen wir bessere Rahmenbedingungen für die Forschung, wie können wir diese schaffen? Welche Entwicklungen lassen sich mal im Rahmen eines städtischen Projektes testen? Wie können wir Rahmenbedingungen für Unternehmensgründung oder für die Ideen bestehender Unternehmen verbessern? Sollte die Stadt vielleicht öfter mal als Auftraggeber für Pilotprojekte zur Verfügung stehen, auch mit dem Risiko, dass die Idee scheitert? Das sind die entscheidenden Fragen, die man sich stellen sollte, über die man tatsächlich Klimaschutz erreichen kann. Auf die wird nicht eingegangen. Also lasst uns lieber ernsthaft an konkreten Maßnahmen arbeiten, anstatt so ein inhaltliches, eher nichtssagendes Wünsch-dir-was-Programm zu beschließen. Dankeschön. Als nächstes die Freien Wähler, Herr Genschmer. Oder Herr Nisch, bitte schön. So, vielen Dank. Also ich bin nicht der Herr Genschmar, vielen Dank, wir haben das getauscht. Aber inhaltlich haben wir sicher das Gleiche zu sagen, der Herr Genschmar und ich. Von daher ist das sicher okay. Geht das? Also ich möchte bloß ein Bild an die Wand werfen zum Mitlesen, damit ich nicht so lange Texte vorlesen würde. Läuft die Redezeit schon? Ja, dann sollte ich mich langsam mal beeilen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich auch sehr zunächst darüber, dass es hier einen interfraktionellen Antrag gibt. Ich hätte das nicht erwartet, war auch sehr, sehr angetan, als ich davon gehört habe, zumal ich ja auch an dieser Stelle darauf hingewiesen hatte, dass ich erhebliche Risiken in der leichtfertigen Verwendung des Begriffs Notstand sehe. Notstandsgesetze und Notstandsregeln sind Regeln, die demokratisches Gebaren und demokratische Spielregeln außer Kraft setzen, die ein Regieren über den Willen der demokratischen Vertreter hinweg erlauben. Und das finde ich ganz schlecht. Und ich finde es toll, dass dieser Begriff also aus dem Antrag verschwunden ist. Und habe mich auch gefreut, als ich von der CDU gehört habe, es wird einen gemeinsamen Antrag geben. Ich war am Anfang, ebenso wie meine Fraktionskollegen, sogar sehr dafür, auch dafür abzustimmen und haben gesagt, Mensch, das ist doch prima. Wir finden einen Konsens. Das ist ja das, was diese Stadt endlich mal braucht, eine Brücke. Und dann, danke Herr Blödner, dass Sie mir da gerade das so ein bisschen vorgelegt haben, ich hatte schon Angst, dass ich wieder der Einzige bin, der jetzt hier ningelt und nörgelt. Und dann haben wir den Antrag aber gelesen und es gibt tatsächlich Bedenken und ich möchte unsere Bedenken als Freie Wähler klar erklären. Es liegt an den Begrifflichkeiten und es liegt, genau wie Herr Blödner von der FDP gesagt hat, daran, was überhaupt geht und was zulässig ist. Einen symbolischen Antrag zum Klimaschutz, zum Umweltschutz zu verabschieden, bringt uns nicht weiter. Das ist es also nicht, was wir brauchen. Und dann gucken wir, was hier drin steht und dann sagen wir legen fest, dass also jetzt der Klimaschutz in Dresden die höchste Priorität hat. Und wenn ich das schon lese, ist mir klar, in dem gemeinsamen Antrag ist der Begriff Notstand rausgefallen, aber der Inhalt ist gleich geblieben. Ist das zulässig? Dürfen wir das überhaupt machen? Können wir das überhaupt? Die Frage stellt sich und die Antwort ist klar und sie lautet nein.
Wenn Sie hier oben mal gucken, was da steht, was die Aufgaben einer Gemeinde sind, nach unserem geltenden Recht die Daseinsvorsorge. Das sind die prioritären Aufgaben, das sind die Pflichtaufgaben einer Gemeinde. Und da steht nichts drin, es gibt pflichtigere Aufgaben und weniger pflichtige Aufgaben. Da steht nicht drin, es gibt Aufgaben der Daseinsvorsorge mit höherer oder niedrigerer Priorität. Und das wollen wir jetzt aber machen. Ich weiß, dass wir das wollen, dass Sie das mit dem Antrag wollen. Es geht aber nicht. Die Aufgaben der Daseinsvorsorge sind gleich zu behandeln. Wir können doch nicht entschließen und beschließen, dass Klimaschutz jetzt wichtiger ist als was denn zum Beispiel? Als Brandschutz, als Gesundheitsvorsorge, als Bildung? Es muss eine Priorität für Umweltschutz geben. Wir sind uns da einig, ich bin bei Ihnen. Aber es gibt keine höchste Priorität, weil das würde im Zweifel bedeuten, entscheiden zu müssen, lasse ich den Diesel eines Feuerwehrautos zum Löschen laufen oder mache ich ihn aus? Das ist populistisch, was ich gerade sage, genauso wie dieser Antrag. Der ist es nämlich auch. Hat den Text mal jemand gelesen? Hat mal jemand gelesen, was hier drin steht, dass jede dieser Aufgaben, die dem Klimaschutz dienen, sozusagen Vorrang hat? Das bedeutet, wenn Sie sich den Antrag angucken, dass das letzte Wort in jeder Entscheidung, die diese Stadt zu treffen hat, nicht der Oberbürgermeister, der Baubürgermeister, der wer auch immer hat, sondern immer die Umweltbürgermeisterin. Wollen wir das? Sie klatschen. Ich finde es völlig korrekt. Ich freue mich auch und ich muss auch ganz klar sagen, meine Kritik richtet sich absolut und überhaupt gar nicht an die Fraktion der Grünen. Sie machen hier genau das, was Ihr Wählerauftrag ist. Und ich muss ausdrücklich sagen, meinen höchsten Respekt, dass Sie diesem Antrag zustimmen, obwohl der Notstandsbegriff weggegangen ist. Sie müssen diesen Antrag bringen. Ihre Wähler haben Sie dafür gewählt, dass Sie sowas machen. Und das ist toll und das ist richtig. Aber die anderen Fraktionen müssen sich doch Fragen stellen lassen. Die Kollegen von der linken Fraktion, Herr Scholbach, ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, haben Sie denn Ihre Wählerinteressen in diesem Antrag wirklich vertreten? Sind das die Interessen der Leute, die Sie gewählt haben? Wir haben vorhin gehört, dass Kevin Bauch gesagt hat, wir sind 14.000 Fridays for Future. Diese Stadt hat aber 560.000. Und es gibt eine ganze Menge Wähler, die Verlierer eines solchen Antrages sein werden, weil ein solcher Antrag nicht darüber nachdenkt, wie wird das finanziert? Wer trägt am Ende Leid? Und Ihre Wähler, viele Ihrer Wähler, gerade die Älteren, das sind die, über die wir ein Lied gehört haben, Oma ist die Umweltsau. Die können sich das gar nicht leisten. Wir machen einen populistischen Antrag, ohne zu erklären, wie es funktionieren soll. Klimaschutz über alles? Na, das erklären Sie Ihren Omis mal, die Sie traditionell gewählt haben und Ihren Opis, die sagen, Mensch, ich habe aber nicht genug Geld. Ich kann mir nicht teure, umweltgerecht gezüchtete Fleisch kaufen. Ich muss halt billig kaufen, ich muss anders leben. Wir müssen Konzepte entwickeln und keine Plakate an die Wand hängen und populistische Erklärungen abgeben. Und ich verstehe ganz ehrlich gesagt auch nicht, liebe Kollegen von der CDU, warum Sie das machen. Und zwar gibt mir das sogar sehr zu denken. Was die Linken angeht, dort gibt es sicher zwei Fraktionen. Dort gibt es die Älteren, die das vielleicht nicht so verstehen und die Jüngeren, die das Thema Klimaschutz und Umweltschutz hochhalten. Aber was die Grünen angeht, habe ich meine Meinung gesagt. Sie machen alles richtig mit dem Antrag. Aber Sie, liebe Kollegen von der CDU, Sie sind von Ihren Wählern dafür gewählt worden, dass Sie genau das nicht machen. Ihre Wähler, die ja insgesamt, wenn ich mir diesen Stadtrat angucke, etwas über 50% der Stadtbevölkerung repräsentieren, haben Sie auch dafür gewählt, bürgerliche Interessen zu vertreten, die eben nicht in populistischen Klimaschutzanträgen enden. Sonst hätten Ihre Wähler ja Grün gewählt. Das muss man doch mal so klar sagen. Und insofern muss man, ja, jetzt wird wieder dazwischen gerufen, Katastrophe, gut. Also, ich möchte an der Stelle tatsächlich mal erklären, was wir als Freie Wähler wollen, auch wenn es zur Abstimmung möglicherweise darüber nicht kommt. Wir haben ja einen Ergänzungs- oder einen Ersetzungsantrag gestellt. Wir meinen, wenn also ein solcher Riss durch die Stadtbevölkerung geht, durch die Stadtgesellschaft, dass selbst die konservative CDU jetzt sagt, ich mache das, obwohl meine Wähler mir dafür eigentlich keinen Auftrag gegeben haben, dann muss ich in einem so großen und wichtigen Thema die Bürger dieser Stadt befragen. Das ist halt der Punkt. Wir können nicht einfach über Bürgerinteressen hinweg jetzt hier Maßnahmen beschließen, deren Finanzierung nicht klar ist und die im Wesentlichen nur populistisch sind. Es ist einfach kein guter Antrag und deswegen wollen wir als Freie Wähler das nicht machen. Wir dürfen davon ausgehen, dass über 50% der Wähler dieser Stadt das gerade nicht wollten. Das müssen wir uns dran halten als Stadtrat und wenn wir da nicht mehr dran glauben, dann müssen wir die Bürger eben befragen. Aber wenn wir beides nicht tun, dann betrügen wir unsere Wähler und das würden wir mit diesem Antrag tun. Wir werden dem nicht zustimmen. Als nächste Bündnis 90 Die Grünen, Herr Dr. Debbe. Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen auf der Tribüne, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Meine Fraktion freut sich außerordentlich, dass es in den letzten beiden Wochen unter wesentlicher grüner Beteiligung noch gelungen ist, eine breite Mehrheit für einen gemeinsamen Beschluss des Stadtrates für mehr Klimaschutz in Dresden zu finden. Der Stadtrat erweist sich damit nämlich bei einer für die Zukunft der Menschheit und für zukünftige Generationen, auch von Dresdnerinnen und Dresdnern, grundlegenden Herausforderung, trotz schwieriger Mehrheitsverhältnisse entscheidungsfähig. Und dafür möchte ich hier außerordentlich allen, die den vorliegenden Ersetzungsantrag mitverhandelt, mitformuliert und ihm zugestimmt haben, und damit meine ich auch insbesondere die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion, damit möchte ich allen ganz ausdrücklich danken. Mit diesem Antrag machen wir einen bedeutenden Schritt vorwärts zu mehr Klimaschutz in Dresden und bahnen den Weg zu einer klimaneutralen Stadt deutlich vor 2050. Der heute zu fassende Beschluss erklärt den Klimaschutz zu einer städtischen Aufgabe von höchster Priorität. Nicht hoher, sondern höchster Priorität. Mehr geht nicht. Und dann kommen wir zu Ihnen, Herr Hanig. Es gibt tatsächlich Dinge, die hohe Priorität haben, und es gibt andere Dinge, die höchste Priorität haben. Und wir haben es bei der Klimakrise mit einem Problem zu tun, wo die Situation immer drängender wird, wo wir keine Zeit mehr haben. Und wenn wir jetzt nicht entscheidend umsteuern, dann werden wir uns in 20 Jahren nicht mehr über schöne kulturpolitische Vorhaben und über viele andere Dinge unterhalten müssen, weil wir dann hier vor existenziellen Problemen stehen in Deutschland und in Dresden, wenn das mit den Sommern so weitergeht, wenn das Korn auf den Feldern verdorrt, wenn uns die Lebensmittel ausgehen, wenn uns in dieser Stadt das Wasser ausgeht. Ne? Da müssen wir uns über viele Dinge überhaupt nicht mehr unterhalten. Dann werden wir nur noch damit zu tun haben, wie wir mit solchen Notsituationen klarkommen. Und deshalb müssen wir jetzt handeln. Und deshalb ist der Klimaschutz tatsächlich eine städtische Aufgabe der Daseinsvorsorge von höchster Priorität. Und genau daran wird unser Handeln in den nächsten Jahren gemessen werden. Wir erreichen mit diesem sehr detailreichen Beschluss mehr, als es die bloße symbolische Deklaration eines Klimanotstands, dem Reizwort der letzten Monate, vermocht hätte. Wir formulieren ein klares Ziel, und dieses Ziel heißt Klimaneutralität, deutlich vor 2050. Und jetzt zu Ihnen, Herr Blödner. Sie meinen, das ist hier einfach, das sind Phrasen und da wird irgendwas fortgeschrieben, was man schon lange gesagt hat. Das ist einfach nicht wahr. Gucken Sie sich den Antrag doch an. Er enthält eben ganz klare Maßnahmen, die wir ergreifen wollen und die schon jetzt die Verwaltung in ihrem Handeln binden. Praktisch ab sofort muss jede Vorlage, also zu jedem Bauvorhaben, zum Verkehrsmaßnahmen, zur Energie, jede Vorlage, die in den Stadtrat eingebracht wird, auf ihre konkreten Auswirkungen auf CO2-Emissionen und Stadtklima geprüft werden. Und auf dieser Grundlage bekennt sich der Stadtrat, das ist Absatz 1, dazu, Lösungen zu bevorzugen, die sich positiv auf Klima- und Umweltschutz auswirken. Und das integrierte Energie- und Klimaschutzkonzept ist jetzt nicht einfach fortzuschreiben, so wie Sie sich das anscheinend vorstellen, sondern es ist grundlegend zu überarbeiten und es ist mit einem Katalog von konkreten Maßnahmen zu versehen, die die Klimaneutralität deutlich vor 2050 ermöglichen. Das ist ein immenser Auftrag an die Verwaltung. Und weil der so umfangreich ist, geben wir der Verwaltung auch bis 2022 Zeit dafür. Aber wir wollen bereits vor Beginn der Haushaltsverhandlungen 2021-22 einen Zwischenbericht bekommen, der Vorschläge für kurzfristig zu realisierende Maßnahmen und eben auch für deren Finanzierung beinhaltet. Da muss ganz konkret was geschehen, und zwar schon in diesem Jahr und mit der Verabschiedung des nächsten Doppelhaushalts. Der Beschlussantrag nimmt auch die Beteiligungsgesellschaften wie DREWAG oder DVB, die wesentliche Player bei dem Klimaschutz sind, in die Verantwortung mit hinein und will, dass sie eben auch sich Gedanken machen, wie dieser Klimaneutralität vor 2050 zu erreichen ist. Und dabei ist es wichtig, dass Wirtschaftlichkeit unter langfristigen Erwägungen betrachtet wird. Das heißt halt auch,
mit, dass eben auch die Kosten für die CO2-Emissionen, die steigenden Kosten, CO2-Zertifikate und Klimafolgekosten einbezogen werden. Ich kann jetzt nicht mehr auf alles eingehen aus Zeitgründen, aber ich möchte schließen mit einem Zitat aus einer an sich vorbereiteten Gastrede von einer Mutter, die zu Parents for Future gehört, Noa Minunge, die heute aus bestimmten Gründen nicht mehr sprechen kann. Sie sagt, wenn wir nichts tun, wenn wir weiter so agieren wie bisher, dann bedeutet dies zwangsläufig ein schlechteres Leben für uns und ein Leben ohne Würde für unsere Kinder. Das werden wir nicht hinnehmen, weil wir lieben und weil diese Liebe zu unseren Kindern das ist, was uns stark werden lässt. Vielen Dank. Als nächstes die CDU-Fraktion, Herr Böhm. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste. Ich will es ein bisschen kleiner machen als meine Vorredner und vielleicht auch noch ein Hinweis an den Kollegen Hanisch. Schön, dass Sie wissen, was unsere Wähler und unsere Partei will. Und ja, Christoph Blödner, ein Teil von dem, was du gesagt hast, ist sicherlich richtig. Die Bürger dieser Stadt müssen in ihrem Konsumverhalten da ganz viel dazu beitragen. Aber wir müssen uns als Rat auch Gedanken machen. Klimanotstand versus Fortschreibung integriertes Energie- und Klimaschutzkonzept. Zwei Anträge, die erhebliche Schnittmengen aufweisen, welche doch aus unterschiedlichen Gründen in den Ausschüssen keine Mehrheiten fanden. Für uns als CDU-Fraktion war und ist klar, dass wir unter einem Notstandstitel wir uns nicht versammeln können. Auch wenn Klimanotstand mittlerweile von manchen Aktivisten als Marke bezeichnet wird. Die Gründe dafür wurden bei der letzten Notstandsdebatte ausgiebig dargelegt, deswegen muss ich da nicht drauf eingehen. Wir haben daher einen eigenen, aus unserer Sicht sehr, sehr guten Antrag geschrieben, der sich ganz sachlich mit den bisher erreichten und den zukünftigen Klimaschutzzielen und Maßnahmen der Landeshauptstadt befasst. Nun haben sich die verschiedenen Antragsteller auf einen Kompromiss ohne Notstand einigen können. Unser Antrag ist 1:1 in den Ersetzungsantrag eingegangen. Wenngleich die anderen Punkte und zum Beispiel auch das Wort höchste Priorität, weil ich glaube, wenn wir ein bisschen mehr Priorität kriegen für den Umwelt- und Klimaschutz, ist es schon völlig ausreichend. Nicht unbedingt der Intention unseres Antrages entsprechen, können wir die gefundenen Kompromisse mit unterschreiben. Eigentlich könnte ich an dieser Stelle allen Beteiligten für ihre konstruktive und kompromissorientierte Zusammenarbeit danken und meinen Redebeitrag beenden. Aber ich möchte schon noch auf einige Punkte eingehen. Bislang war Klima- und Umweltschutz eine freiwillige Aufgabe. Das hatte zur Folge, dass viele gute Ideen und Konzepte in der finanziellen Umsetzung oder an fehlenden anderen Ressourcen scheiterten. Deshalb ist es gut, dass der Stadtrat dem Klima- und Umweltschutz eine deutlich höhere Priorität zuweist. Nun zu unserem Teil des Antrags. Das integrierte Klima- und Energiekonzept enthält viele gute Maßnahmen, die bereits vor vielen Jahren beschlossen wurden, aber aufgrund des Finanzierungsvorbehaltes nie oder nur teilweise umgesetzt wurden. Insoweit bedarf es dringend einer gründlichen Evaluierung, insbesondere hinsichtlich der nicht umgesetzten Maßnahmen und den Gründen dafür. Denn vielleicht liegen darin auch die Gründe, warum die angestrebten Klimaschutzziele von Dresden so nicht erreicht wurden. Aus diesem Grund möchten wir die Verwaltung mit der längst fälligen Evaluierung des Konzeptes beauftragen und wir erwarten im Anschluss daran Vorschläge für angepasste Ziele und davon abzuleitende Maßnahmen. Es muss dann die Aufgabe des Rates sein, darüber zu diskutieren und im Anschluss gegebenenfalls angepasste oder neue Ziele und Maßnahmen zu beschließen. Dabei möchten wir auch die Vertreter der städtischen Beteiligung und andere Experten hören. Im Ergebnis erwarten wir von der Verwaltung keinen unverbindlichen Masterplan, sondern zukünftig konkrete Aussagen dazu, wie und wann die beschlossenen Maßnahmen umgesetzt, finanziert oder gegenfinanziert werden sollen. Wie ernst dem Stadtrat mehr Klima- und Umweltschutz ist, wird sich insbesondere bei den Haushaltsverhandlungen in den nächsten Jahren zeigen. Mit diesem Antrag haben wir auch ohne Klimanotstand ein gutes Instrument, um uns ganz sachlich den umweltpolitischen Herausforderungen der Zukunft zu stellen. Danke. Wird AfD das Wort gewünscht? Dann Herr Gilke. Herr Oberbürgermeister, verehrte Stadträte, gemäß des Antrages
hat Dresden eine Klimakrise und deren Bekämpfung soll eine Aufgabe höchster Priorität werden. Wirklich? Unser Gesundheitswesen, Bildungswesen, Wohnungsnot und Einkommenssicherung bzw. Armut scheint für Sie nicht existent zu sein. Leiden Sie an Größenwahn? Sind die Zielgruppe Ihres Handels unsere Einwohner oder deren Existenzbedürfnisse? Wohl kaum. In einer chinesischen Großstadt wäre Ihr Antrag sicherlich ein echtes Problem lösen. In unserer grünen Stadt ist es jedoch völlig fehl am Platz. Wir brauchen unsere Infrastruktur, wir brauchen den Tourismus, wir brauchen auch Neubauten durch Investoren. Neue bürokratische Hemmnisse aufzubauen, den Arbeitgebern, Einwohnern und Gästen unserer Stadt eine nicht wissenschaftliche fundierte Ideologie aufzuzwingen und Steuergeldern mit derartigen Ökoschwachsinn zu verschwenden, muss im Interesse unserer Zukunft, unserer Stadt deutlich zurückgewiesen werden. Daher wird die AfD diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank. So, zwei weitere Wortmeldungen. Erst Herr Genschmar, dann Herr Lichti. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss auch noch mal ganz kurz was sagen. Herr Deppe, Sie haben natürlich vollkommen recht, wenn Sie auf dem Antrag, und das ist eigentlich das Entscheidende, in dem Antrag im Punkt 1 auf die höchste Priorität für den Umwelt- und Naturschutz in der Stadt Dresden verweisen. Ihre Anträge, die Sie sinnhaft auch für Ihre Wähler stellen, beinhalten das. Das ist, wenn wir diesen Antrag heute beschließen, und das ist das, was Herr Blödner vielleicht schon rübergebracht haben wollte oder auch hat, Frank Hannig genauso, ist, was wir eigentlich vorhalten, dass Sie den Dresdnern nicht sagen, was wollen Sie mit der höchsten Priorität einordnen. Und an die Union muss ich richten, Sie werden, wenn Sie diesen Antrag mit beschließen, immer vorgehalten werden. Die Grünen werden immer wieder jetzt Umweltanträge einbringen und die höchste Priorität einfordern. Normalerweise müsste in diesem Jahr das Stadtfest sofort abgesagt werden, weil das organisiert nur einen weiteren CO2-Ausstoß. Der Skicup im nächsten Jahr müsste abgesagt werden. Ich weiß, dass es dafür viele Befürworter gibt. Wir sind es nicht. Ich will das Stadtfest. Ich will den Skicup. Ich will andere Events in der Stadt leben. Ich will in einer lebensfrohen Stadt wohnen. Wer diesen Antrag mit höchster Priorität beschließt, sagt Nein zum Stadtfest, Nein zum Ski-Weltcup. Das muss man den Dresdnern sagen. Und der Dresdner CDU sage ich ja. Der Klimanotstand ist aus dem Antrag rausgefallen. Wir haben beim Nazi-Notstand haben wir ein Ausrufezeichen gehabt. Das sind Taschenspielertricks, die Presse bringt. Wir haben einen Notstand. Das, was Sie hier beschließen, sind Notstandsgesetze. Jetzt Herr Lichti, dann Herr Braun. Unglaublich. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Antrag, dieser gemeinsame Antrag von Grünen, CDU, SPD und der Linken, den trage ich ausdrücklich mit. Es ist aus meiner Sicht ein hoffentlich historischer Beschluss, den wir heute gemeinsam fassen werden. Und deswegen kann ich ihn auch aus politischen Gründen auf jeden Fall unterstützen. Und ich möchte vielleicht sogar so weit gehen, auch angesichts der Redebeiträge aus dem rechten Spektrum des Stadtrats. Hier findet sich vielleicht jetzt der verantwortliche Teil der Dresdner Politik zusammen zwischen CDU bis zur Linken. Und ich finde das sehr wichtig, gerade in einer zentralen Frage, dass wir dort unsere Kompromiss- und Einigungsfähigkeit unter Beweis stellen. Wie gesagt, ich kann diesen Antrag mittragen, aber ich möchte doch, das ist mir wichtig und es sei mir gestattet oder ich gestatte es mir, darauf hinzuweisen, dass die Ziele, die in diesem Antrag drinstehen, schlicht und ergreifend nicht ausreichend sind. Das ist als Kompromiss vertretbar, politisch vertretbar. Aus fachlicher Sicht ist es aus meiner Sicht allenfalls ein erster Schritt, eigentlich unvertretbar. Wir wissen alle, die wir uns mit der Klimakrise beschäftigt haben in den letzten Jahren. Ich mache das schon, das kann ich jetzt auch an der Stelle mal sagen, schon bereits seit über 25 Jahren, auch politisch.
Wir wissen alle, die Welt und Deutschland, auch Dresden, hat ein gewisses Restbudget, was man noch an CO2 emittieren darf, wenn es nicht wirklich für die Menschheit auf dieser Erde völlig unaushaltbar werden soll. Und dieser Tage, der eine oder andere hat es vielleicht wahrgenommen, ich habe es sehr schmerzlich wahrgenommen, als dann die große alte Buche am Alderplatz gefällt werden musste, die in den letzten 2 Jahren schlicht und ergreifend vertrocknet ist. Und wer aufmerksam durch unsere Stadt geht, der wird viele Bäume sehen und finden, wo er Ähnliches sieht. Warum ist es so gefährlich, fachlich gefährlich, auch gefährlich für die weitere Arbeit, dass die Ziele, die jetzt in diesem Antrag stehen, nicht ausreichend sind? Die Landeshauptstadt Dresden hat seit den 90er Jahren, damals waren wir sehr fortschrittlich, sehr vorne dran an der Entwicklung, ist beigetreten, dem sogenannten Klimabündnis der Städte. Ich glaube, das war schon unter Umweltbürgermeister Gaber, Bündnis 90 Die Grünen, damals ein großer Fortschritt, ich glaube 94, 95 war das, Thorsten, genau, die Ecke war das. Und da hat man sich ein Ziel gesetzt in diesem Bündnis, bis zum Jahre 2075 auf 2,5 Tonnen CO2 pro Kopf runterzukommen. Wir wissen heute, das ist absolut abartig. Ja? Wir müssen 2035 auf null klimaneutral sein. Ne? So. Aber welches Schicksal, und deswegen bin ich hier vorgegangen, welches Schicksal und welche Bedeutung hat diese Programmlage gehabt? Sie hat nämlich, wir haben zwar diese Ziele nie erreicht, aber in allen maßgeblichen Programmen, beispielsweise im IEUKK, also dem Geld- und Klimaschutzprogramm, aber auch in dem zentralen Fachplan Verkehrsentwicklungsplan, war das sozusagen als Zielmarke ausgegeben und genau daran waren auch dann die Ziele, die konkreten Maßnahmen dann ausgerichtet. Und es war alles wunderbar, weil natürlich das IEUKK, der Verkehrsentwicklungsplan, andere Pläne haben sich genau an den Dresdner Klimaschutzzielen orientiert, also alles paletti. Und ich bin einfach, entschuldigen Sie, ja, Sie lachen, aber ich bin seit 20 Jahren jetzt hier aktiv in der Dresdner Stadtpolitik. Und immer wenn man das angesprochen hat, dann hieß es von Seiten der Verwaltung, formal völlig korrekt, auch in der Öffentlichkeit, ja, ist ja alles am Klimaschutzprogramm orientiert. Faktisch haben wir nichts erreicht und faktisch hatten wir die falschen Ziele, das wissen wir heute. Und deswegen ist es so wichtig, sich klarzumachen, dass der heutige Beschluss nur ein erster, wichtiger, notwendiger Schritt ist. Wenn wir dann aber das tun, was in dem Programm drinsteht, nämlich jetzt die einzelnen Maßnahmen in den Sektoren runterdeklinieren und das an dem bedeutend vor 2050, ja, das kann zwischen 2035 und 2049 liegen. Wir wissen nicht, wie die Verwaltung das auslegen wird. Ich habe so eine gewisse Ahnung, wie es ausgehen wird. Ja. Dann gehen wir nämlich genau mit unseren Maßnahmen aufgrund einer falschen Zielsetzung genau am Problem vorbei. Und deswegen will ich es in dieser Debatte sagen. Deswegen will ich es in dieser Debatte sagen, die Ziele sind fachlich nicht ausreichend. Trotzdem bin ich froh, dass wir heute diesem gemeinsamen Antrag zustimmen können, denn ich denke, vielleicht deutet sich, ich hoffe das sehr, hier ein breiter überparteilicher Konsens an, dass wir gemeinsam diese wirklich zentrale Überlebensfrage für Dresden und Sachsen angehen. Vielen Dank. Jetzt Herr Braun. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, der wieder mal kurz vor 12 vorgelegte Ersetzungsantrag lässt sich leicht als reiner Schaufensterantrag entlarven, denn er bedeutet nichts anderes als duschen, ohne nass zu werden. Denn eine sogenannte Klimaneutralität kann schon deshalb gar nicht machbar sein, weil beispielsweise eine durchschnittliche hochgelobte Elektroschleuder mit Übergewicht in ihrer Ökobilanz einen Kilometerstand von minus 150.000 Kilometer aufweisen muss, damit so etwas möglich ist und dies auch nur durch toxische Kinderarbeit im Kongo. Diese Region wollen Sie ja mit einer großen Delegation befliegen oder doch lieber auf dem Landweg? Einfachste Physik also. Das bekommt auch die Stadt Leipzig gerade zu spüren, die Wirkung der Physik. Aber Hut ab vor der CDU, die es tatsächlich geschafft hat, die links-linken Parteien auf die Leimrute zu führen. Immerhin konnte die CDU in den wohl langen Verhandlungen mit links in dieser Woche das Erdgas als letzte Bastion der vernünftigen Energiepolitik verteidigen. Auch dafür ein Bienchen ins Heft, liebe CDU.
Auch freuen wir uns über das neue Freundschaftsband zwischen Ihnen und Herrn Aschenbach von der Partei, die bekanntlicherweise immer recht hat. Das wissen wir ja. Wir als AfD-Fraktion werden uns als Ergebnis, denn dieser Schaufensterantrag wird heute wohl mehrheitlich durchgewunken, im Jahr 2022 dann zu Gemüte führen mit der Feststellung, dass hier wohl der Wunschvater des Gedanken war, eine solche Politik der Kaviar-Linken, unterstützt von der CDU, ohne, wie sie es nennen, soziale Härten auf Kosten der hart arbeitenden Dresdner Bevölkerung umsetzbar ist. 2021 wird ohnehin begonnen, dem Bürger, auch dem Dresdner Bürger, das Geld im Namen der neuen Klimareligion aus der Tasche zu ziehen. Und das auch und gerade zu Lasten von Menschen mit geringem Einkommen oder besonderer sozialer Bedürftigkeit. Die hiesige CDU könnte ihre Wiederwahl in Zukunft wohl am besten mit Wahlkampf in unmittelbarer Nähe der Dresdner Tankstellenbetreiber verteidigen oder ihn dort führen, wo der Strom billig und bezahlbar ist, nämlich nirgendwo. Wir lehnen diesen Antrag ab. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Maloney. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es ein bisschen kleiner, vielleicht um die Gemüter auch ein bisschen runterzukühlen. Zu den ganzen Kosten, also Sie können das Ganze jetzt hier heute beschließen, Sie werden es ja auch beschließen, es stehen ja noch andere Entscheidungen demnächst an, wo sich dieser Block ja schon wunderschön formiert hat. Ist alles nicht schlimm, das ist legitim, das ist Demokratie, es gibt parlamentarische Mehrheiten, man sucht sich Partner für die eine oder andere Entscheidung, völlig okay, völlig in Ordnung. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass Sie sich wirklich darüber nachdenken, was Sie dort tun. Sie sagen, also zwei Dinge. Zum Ersten sagen Sie, Sie sind getrieben von Leuten, also es gibt Leute auf der Straße, die sich dafür engagieren, Engagement ist immer was Feines. Es ist schade, dass ich niemand von Ihnen zum Beispiel zur Demonstration der Landwirte vor kurzem gesehen habe. Da war keiner da, da war der Ministerpräsident nicht da, da war Herr Dulich mal ganz kurz da, hat gesagt, ich weiß eigentlich gar nicht, worum es geht, aber Lebensmittel sind zu billig und war ein peinlicher Auftritt. So. Dann ein zweiter Punkt, und zwar, Sie machen Ihrem grünen Bau- und Verkehrsbürgermeister damit das Leben schwer. Das ist der langsamste Geschäftsbereich, den wir hier in der Verwaltung haben, der wird von grünen Bau- und Verkehrsbürgermeister geführt. Der braucht relativ lang, nochmal ein Beispiel, ich hatte es in der Debatte zum Thema Albertstraße, ne? Großer, wichtiger Antrag, ganz wichtiger Fahrradweg, weil ist, kann man schön medial inszenieren, nicht so wie den Antrag A046218 vom 30.07.2018 beschlossen, da ging es um einen Radenfußweg an der Bautzener Landstraße. Letzte Beschlusskontrolle war, ich fasse das mal ein bisschen kurz zusammen, na, ich habe keine Zeit, kann sich keiner drum kümmern, ich habe auch keine Kapazitäten für irgendwelche Leute, dass sich da jemand drum kümmern kann. Wenn wir jetzt noch schärfere Prüfkriterien für jegliche Verwaltungsvorhaben, insbesondere auch für Bau- und Verkehrsvorhaben, auflegen, dann machen Sie Ihrem eigenen Bau- und Verkehrsbürgermeister das Leben schwer, weil jede Vorlage läuft jetzt noch einen zusätzlichen Loop, eine zusätzliche Prüfung. Ich höre immer wieder, wir haben keine Planer, wir haben kein Personal für irgendwas, jetzt brauchen wir noch mehr Personal dafür. Herr Lammes sagt, oh, Haushalt wird knapp. Wir haben in den letzten Stadtratssitzungen unheimlich viel Geld verballert für irgendwelche schönen Sachen. Und in den Konsequenzen werden Sie leben müssen. Also machen Sie sich bitte Gedanken darüber, ob Sie das wirklich wollen, was Sie heute hier vorschlagen. Vielen Dank. Als nächster Redner Herr Pinkert. Ja. Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum, heute sehr zahlreich, wahrscheinlich eben, weil wir Klima schützen wollen. Wie wollen Sie denn das Klima schützen? Wollen Sie das schützen vor bösen Außerirdischen? Vor, ja, ich meine, Herr Schulze, das wissen wir, mehr haben Sie nie zu melden. Vor Erwärmung oder vor Erkältung, wir wissen es ja noch gar nicht, was kommt, ja? Wir hatten jetzt erst gerade einen Vulkanausbruch. Wir reden nur, das Jahr ohne Sommer, können Sie sich daran erinnern, in den Geschäftsbüchern, wo die Leute erfroren sind in Europa. Oder wir reden davon, dass wir zur Zeit der Römer, warum konnten eigentlich die Römer Nordeuropa, ich sag mal so, kulturell besiedeln und sich ausbreiten? Wie konnten die eigentlich bei minus 15 Grad im Winter mit Sandalen hierher laufen? Oder war das vielleicht so, dass wir gar keine Winter hatten? Oder nehmen wir einfach die CO2-Sache, ja?
Kann das sein, dass zum Beispiel bedeutend mehr Vegetation auf der Erde war und bedeutend mehr Tiere und Pflanzen insgesamt vorhanden waren, wo die CO2-Anteil in der Atmosphäre bedeutend höher war? Oder nehmen wir einfach mal Holland, unsere netten Länder aus der Umgebung, die Tomaten produzieren und Tulpen, die begasen ihre Gärtnereien mit CO2, damit etwas wächst. Vielleicht brauchen wir das auch zum Wachsen, davon mal abgesehen. Aber grundsätzlich, Ihr Antrag stellt ja wieder alles in den Schatten, dass die CDU da mitmarschiert, inzwischen linksgrün abgebogen, ist ja nichts Neues. Die haben ja nichts mehr im Sinn, außer mehr Personal in der Stadtverwaltung und wir machen alles teurer. Das ist in Ordnung. Eine wissenschaftliche Begründung über die Klimaerwärmung steht immer noch aus, da streiten sich die Wissenschaftler, weil ein Klima zu erforschen dauert mehrere Jahrhunderte. Wie schon gesagt, wir hatten Eiszeiten, wir hatten Warmzeiten, vielleicht gehen wir gerade wieder auf natürlichen Weg in eine Warmzeit. Nicht in Abrede zu stellen ist, dass vielleicht der Mensch einen kleinen Anteil hat. Aber wir reden jetzt einfach mal drum über Dresden. Wir reden hier über China oder Indien oder Pakistan, die mit die größten CO2-Verursacher im Moment sind und die größten Dreckschleudern, geschweige denn überhaupt irgendwo eine Filteranlage in einem VOB-Kombinat Sozialismus voranhaben, sondern wir reden hier über das grüne Dresden. Also, wenn wir das wirklich so nehmen und CO2-neutral wären, würde ich erstmal sagen, ÖPNV, für Studenten gestrichen, die haben Zeit, die haben gesunde Füße, die sollen mit dem Fahrrad fahren. Weil ÖPNV verursacht CO2, ich brauche Strom, Strom kommt nun mal nie aus der Steckdose, sondern muss irgendwo hergestellt werden. Leider nie über Sonnen- und Windkraft, können wir gerade rausgucken, viel Spaß. WLAN aus, an öffentlichen Plätzen WLAN, Sie wissen ganz genau, Sie spielen auch die ganze Zeit unter mobilen Endgeräten rum, Sie wissen ganz genau, dass das ein riesen CO2-Abdruck ist, Spotify, Netflix etc. Ich meine, die Kinder benutzen das alle, denken aber gar nicht drüber nach, wie viel Strom dort eigentlich verschwendet wird. Würde ich sagen, würde ich sofort verbieten. Ja, wenn ich das schon machen möchte. Das nächste ist, dass jeder Mensch einen CO2-Abdruck hinterlässt. Egal, ob er erstmal was konsumiert in der Konsumgesellschaft, in der Leistungsgesellschaft oder einfach nur ein normaler Bauer ist. Also müsste man sagen, Bevölkerungswachstum stoppen, Zuzugstopp für Dresden eindeutig, weil nämlich wir können das CO2 nicht verkraften, wir müssen klimaneutral werden. Zuzugstopp. Sie sagen es, keine Westdeutschen mehr, keine Menschen aus den gebrauchten Bundesländern mehr zu uns holen. So, und dann haben wir noch, ja, umweltschädliche Sozialisation verbieten. Das war ein toller Ausdruck, muss ich echt sagen, den muss ich erst mal nachschlagen, was das werden soll. Aber wie schon gesagt, vielleicht sollten wir da mal erstmal vor der eigenen Tür. Aber grundsätzlich, um am besten CO2-neutral zu werden, wird demnächst in der Wirtschaftsförderung grundsätzlich beschlossen, wenn eine Firma sich erweitern will, zu sagen, nein, tut uns leid, du produzierst CO2. Und das nächste ist, wir sollten bei Infineon anfangen und sagen, wisst ihr was, macht mal bitte euren Schuppen dicht, ihr verbraucht viel zu viel Strom, Strom bedeutet CO2, dann kommen auch noch eure Mitarbeiter teilweise mit dem Auto angereist, also setzen wir die Leute vor die Türe, ja? Das werden Ihnen Ihre Wähler danken, wenn Sie dann keine Arbeit mehr haben und kein Geld mehr bekommen und vielleicht doch noch Geld da ist, um Sozialhilfe zu beantragen, aber man weiß ja nie, wie lange das Wirtschaftssystem noch funktioniert. Aber der Punkt 5 muss ich sagen, die CDU würde ich jetzt raten, einfach mal über punktweise Abstimmung zu überlegen. Ja? Punkt 5 sagt, Ressourcen sollen zukünftig für alle Menschen zugänglich sein, egal ob geringes oder hohes Einkommen. Ressourcen, ja was denn für Ressourcen? Gerade weil ich jetzt eine Südfrucht haben möchte, eine Butter haben möchte oder sonstiges, oder weil ich ein E-Auto haben möchte, sollte doch die Stadt dann bitte zur Verfügung stellen. Danke. Als nächste Wortmeldung Herr Löser. Ich habe gedrückt, ja. Ja, ich wollte nur gern, dass diese Wortmeldung hier nicht als letzte steht bei diesem sehr wichtigen Antrag. Das war nun von Seiten der AfD tatsächlich eine deutliche Äußerung und alle, die hier im Publikum und das auch oben wahrgenommen haben, haben nur die Hälfte verstanden. Und ich finde es unwürdig, wie die AfD hier agiert. Erstens mit einer vorgeschriebenen Rede und jetzt mit einem Beitrag, den man eigentlich kaum versteht. So, meine Damen und Herren, damit ist erstmal die Rednerliste abgearbeitet und wir könnten damit in die Abstimmung eintreten. Uns liegt ein Ersetzungsantrag interfraktioneller vor, den ich zunächst zur Abstimmung stellen würde. Bekommt er eine Mehrheit, werden damit sowohl dann jetzt hier in 21 beschlossen und, wie ich es eingangs auch gesagt hatte,
dann der Punkt 22 obsolet und mit erledigt. So, ich stelle den interfraktionellen Ersetzungsantrag zur Abstimmung. Wer zustimmen möchte, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. (Applaus) 49 Ja-Stimmen, 21 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit ist das so beschlossen. Wir setzen in der Tagesordnung jetzt fort. Noch mit einem Punkt vor der Pause. 9-2.